Sorglos, feurig und frei. Das ist Heartbeat. Das neue Programm vom Feuerwerk der Tonkunst bietet dem Publikum eine einzigartige Show der Superlative. Ich glaube, das kann man kaum in Worte fassen, weil wir haben wirklich sehr viel dafür trainiert und sehr lange auch einfach. Und es ist wirklich nochmal ein ganz anderes Gefühl, das endlich zu performen und es wirklich dann auch zu fühlen und es dann aber auch gehen lassen zu können. Es geht zurück in die 80er, in die Hinterhöfe New Yorks, wo zwei rivalisierende Gangs aufeinandertreffen und ihre Konflikte austragen. Genau dort entwickelt sich dann aber eine Romanze zwischen den Clan-Anführern und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Immer wieder gespickt mit atemberaubenden Darbietungen der Artistinnen und Artisten. Wir haben nur gute Erinnerungen an Berliner. Wir sind froh, wieder hier zu sein und haben heute gleich zwei Aufführungen. Das ist ein richtiger Traum. Die Europameisterin zieht das Publikum erst mit einer spektakulären Pole-Nummer in den Bann. Anschließend wird es beim gemeinsamen Hand-to-Hand gefühlvoll. Ebenfalls mit dabei ist die Showturm-Gruppe des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes, die Elefanten. Gemeinsam mit zahlreichen Tänzerinnen und Tänzern sorgen sie gleich zu Beginn der Show für ein echtes Highlight. Für die ist es natürlich ein Riesen-Highlight, so zu einer so einer coolen Location zu sein, mitzutanzen. Und auch der Song ist passend für sie. Und ja, ich hoffe, wir haben ganz viel Spaß heute. Und auch so zeigt sich das Feuerwerk der Turnkunst wieder einmal von der besten Seite. Schwungvolle Luftnummern, temporeiche Acts, mal auf Rollerskates, mal mit dem Rhönrad. Zwischendurch sorgt Comedian Robert Wicke für den ein oder anderen Lacher. Am Ende bleibt eine farbenfrohe und glitzernde Show, die nicht nur die Herzen des Publikums höher schlagen lässt. Ich glaube, das ist eine beste Show, die ich gesehen habe. Ich habe schon viele Feuerwerke der Tonkunst-Show gesehen, aber ich glaube, das ist die beste. Die Künstler, alle Nummern sind sehr stark und ja, ich bin froh, dass ich bin part of so einem coolen Team. Wenn Sie das Feuerwerk verpasst haben, aber nächstes Mal unbedingt dabei sein wollen, kein Problem. Schon jetzt lassen sich die Tickets für die nächste Show käuflich erwerben. Gaia kommt Ende Januar 2025 wieder zurück nach Berlin. Seien Sie auch dabei und lassen Sie sich dieses Feuerwerk der Tonkunst nicht entgehen.